Der Drache von Schlottern. Die Bürger von Schlottern machten sich Sorgen. Jede Woche wurden sie von einem Feind angegriffen. Wir brauchen einen Drachen, sagte der Bürgermeister. Einen großen, starken Drachen. Wir hatten einen, murmelte der alte Herr runzlig. Doch das ist lange her. Als dieser Drachen dann alt war, war er zu nichts mehr Nutz. Genau wie ich. Wir haben dann nie einen neuen angeschafft. Teure Ungeheuer sind die Drachen. Wir könnten einen beim Drachentierpark bestellen, schlug der Bürgermeister vor. Er schickte ein Telegramm ab und schon am nächsten Morgen kam die Antwort. Erstklassiger Drache kommt um 10 Uhr an. Bitte nicht überfüttern. Bei nicht gefallen Umtausch möglich. Als die Rathausuhr 10 schlug, kam ein langer, schmaler Wagen über das Kopfsteinpflaster von Schlottern gerattert. In ihm saß ein langer, schmaler Drache. Der Bürgermeister trat vor, um eine Begrüßungsansprache zu halten. Der Drache kletterte mühsam aus dem Wagen und wedelte freudig mit dem Schwanz. Da trat der Bürgermeister erstaunt einen Schritt zurück. Aber du müsstest eigentlich viel stärker aussehen, rief er. Der Drache sah ihn überrascht an. »Ich bin doch überhaupt nicht stark«, sagte er dann mit wohlklingender Stimme. Die Kinder hatten ihre Freude an dem Drachen. Sie umringten ihn und berührten seine schuppige grüne Haut. »Du bist nicht so groß, wie wir dachten«, sagte Tom, der Sohn des Bäckers. Traurig, erklärte der Drache, »ich wäre ja gern größer. Doch Drachen kommen unterschiedlich groß zur Welt, genau wie die Menschen.« »Wie heißt du?« fragte eines der Kinder. Der Drache sah sie schüchtern an. »Versprecht mir, dass ihr nicht lacht«, bat er. Alle versprachen es. »Ich heiße Fausthieb«, sagte der Drache. »Doch ich möchte, dass ihr mich Fred nennt.« »Kommt nicht in Frage«, rief der Bürgermeister sofort. »Fred ist kein Drachenname. Nicht einmal eine Fliege würde sich vor dir fürchten. Dein Name ist Fausthieb und so soll es auch bleiben.« Der Bürgermeister sah den Drachen von oben bis unten an. Dann fragte er, »Was frisst du?« Fausthieb leckte sich die Lippen. »Gurken, Sellerie und Rhabarber.« »Lauter Schlankheitskost«, seufzte der Bürgermeister. »Kein Wunder, dass du diese Figur hast.« Und dann wurde Fausthieb gemästet. Er bekam Melonen, Kürbisse, Klöße und viel, viel Kuchen. Eines Tages verschluckte er sogar versehentlich Toms Fußball. Immerhin, in weniger als einer Woche war Fausthieb doppelt so dick geworden. »So ist es besser«, meinte der Bürgermeister zufrieden. »Doch nun etwas anderes. Kannst du gut Rauch blasen?« Fausthieb schüttelte den Kopf. »Hat man euch nicht gesagt, dass ich im Rauchblasen der Schlechteste in meiner Klasse war?« Der Bürgermeister war besorgt. »Wozu sollte ein Drache gut sein, der nicht einmal Rauch blasen konnte?« Er dachte ernsthaft daran, einen anderen Drachen anzufordern.
Am nächsten Morgen blies Jockel Jagdhorn, der Wache hatte, schon in aller Frühe Alarm. Fausthieb wachte ruckartig auf. Er schlief in einem Eisenbahntunnel, weil es die gleiche Form wie sein Körper hatte. Der Bürgermeister riss sich die Nachtmütze vom Kopf und sprang aus dem Bett. Das sind die Bandidatos, schrie er. Sie greifen immer dienstags an. Hauptmann Haunieder war der Befehlshaber des kleinen Heeres von Schlottern. »Holt die Kanone heraus!« befahl er. Die Kanone knarrte, quietschte und schwankte. »Kommen die nicht ölen?« fragte der Bürgermeister gereizt. »Tut mir leid«, entschuldigte sich der Hauptmann, »aber der König brauchte das Öl für seine Rüstung.« Seine Majestät kam torkelnd aus dem Palast und rief mit zittriger Stimme, »Wo ist mein guter alter Kasimir?« Kasimir wurde aus dem Stall geholt. Er trug einen schäbigen alten Sattel. »Vergesst seine Brille nicht«, sagte der König. »Sonst kann er den Feind nicht kennen.« Fünf Soldaten waren nötig, um seine Majestät auf Kasimirs Rücken zu wuchten. Mit zittriger Stimme fragte der König, »Wo ist der neue Drache? Er muss doch mit mir das Heer anführen.« Fausthieb stöhnte. Kämpfen war so eine dumme Zeitvergeudung. Aber er würde sein Möglichstes tun. Die Leute von Schlottern hatten ihm ein Zuhause gegeben. Er musste versuchen, sie dafür zu entschädigen. Der Zug bewegte sich aus dem Stadttor hinaus. Der König schwankte so stark, dass seine Rüstung rasselte. Da kam der Feind in Sicht. Hunderte kräftige Bandidados. Sie trugen rote Helme mit grünen Federn. Ihnen voran schritt der größte und stärkste Drache, den Fausthieb jemals gesehen hatte. Rauch kam aus seinen Nüstern. Dazu brüllte er nach bester Drachenart. Der König blickte zu Fausthieb hinunter. »Gegen die haben wir wohl nicht viel auszurichten. Was meinst du, Drache?« fragte er mit zittriger Stimme. Fausthieb schüttelte verzweifelt den Kopf. Dann atmete er tief. Mit größter Anstrengung stieß er ein winziges Rauchwölkchen aus. »Ich hab's geschafft«, rief er, und wieder stieß er Rauchwolken aus. Je länger er blies, desto größer wurden die Wolken. Hauptmann Haunieder war begeistert. »Vorwärts! Drache! Laden!« schrie er. Fausthieb rannte vorwärts. Es dauerte nicht lange, da waren die Bandidados und die Drache von dichten Rauchschwaden umgeben. Da befahl Hauptmann Haunieder, Jockel Jagdhorn, sich dem Feld von hinten zu nähern. Von dort blies Jockel dann zum Angriff. Die Bandidados dachten, das Schlotterner Heer sei dicht hinter ihnen, machten Kehrt und flüchteten den Hügel hinunter. Fausthieb war der Held des Tages. »Ich wusste, du kannst es, wenn du es nur versuchst«, sagte der Bürgermeister strahlend. Dann strich er den Dienstag in seinem Kalender durch. »Jetzt, mein junger Fausthieb, bleibt nur in Übung für Donnerstag. Da erwarten wir nämlich den roten Roland und seine Raser. Das ist eine ziemlich wilde Horde.«
Am nächsten Morgen hörte man in aller Frühe Hauptmann Haunidas Schrei. »Feind in Sicht!« Dem Bürgermeister stockte der Atem. »Aber...« »Aber es ist doch gar nicht Donnersberg!« Fausthieb, aber wurde das Herz schwer. Hoffentlich klappte es mit den Rauchwolken. »Lasst den König nur!« rief der Hauptmann. »Wir haben jetzt keine Zeit, ihn auf das Pferd zu buxieren. Auf geht's, du junger Drachenkerl!« Die Raser sahen sehr bösartig aus. Sie hatten das Sumpfland vor Schlottern bereits halb durchquert. Ihnen voran kam ein riesiger, brüllender Drache. Der arme Fausthieb hatte schreckliche Angst. Gegen solch ein Ungetüm würde sein Rauch nur wenig nützen. Ach, wie sehnte er sich nach dem Drachenpark zurück. Doch dann geschah etwas Seltsames. Der feindliche Drache blieb stehen und starrte Fausthieb an. »Fausthieb!« brüllte er dann und grinste über sein riesiges, schuppiges Gesicht. »Cyril!« piepste Fausthieb und rannte auf ihn zu. Die Soldaten beider Heere waren so überrascht, dass sie sich erst einmal abwartend hinsetzten. »Seit wann bist du nicht mehr im Drachenpark?« fragte Cyril, und Fausthieb erzählte seine ganze Geschichte. »Ich bin in Streitsucht«, berichtete Cyril. »Es sind keine schlechten Kerle, doch sie wollen immer kämpfen. Ich habe hier Theater gespielt, um ihnen einen Gefallen zu tun, doch mir wäre es lieber, sie hörten auf zu kämpfen.« Da Fausthieb ihm zustimmte, schlug Cyril vor, »Komm, wir gründen den Verein Friedlicher Drachen e.V.« Gesagt, getan. Schon bald hatten sich alle Drachen der Umgebung dem Verein angeschlossen und es gab keinen Krieg mehr. Die Bürger von Schlottern waren sehr stolz auf Fausthieb. Darum schickte der Bürgermeister folgendes Telegramm an den Drachenpark. »Sind vollauf zufrieden mit dem Qualitätsdrachen. Wünschen keinen Umtausch.« Bis morgen.